heute auf der Faszination Modellbau in Friedrichshafen. Und hier schauen wir mal, was es zu berichten gibt. So, ich hoffe, das Video von der Messe in Friedrichshafen hat euch gefallen. Ja, es gab sehr viele Verkaufsstände, nicht so viele Anlagen. Mehr Firmen und Hersteller waren da, Verkaufsstände, aber auch nicht alle Hersteller. Es haben ein paar gefehlt, unter anderem Rocco Fleischmann, Fiesmann, Auhagen und ESO waren nicht da, fand ich schade. Ja, und wenn man auf so eine Messe geht, dann kommt man ja meistens nicht mit leeren Händen zurück. Und das sind meine Messeschnapper. Da haben wir hier von Maffeen ein Schweizer Ausfahrsignal. Das tausche ich bei mir gegen das alte Signal von Schneider. Dazu habe ich eine Uhr geschenkt bekommen und ich habe zwei Straßenlampen gekauft. Die kommen an mein Getreidesilo. Was auch ans Getreidesilo kommt, ist dieses kleine Pförtnerhäuschen hier von Löwe Modellbahnzubehör. Fertigmodell, komplett montiert, lackiert, dezent gealtert mit vielen feinen Details. Das kommt an mein Getreidesilo als Pförtnerhäuschen. Dann haben wir hier einen Pritschenwagen von Herpa für mein Bauzugthema, wo der Robel hinkommt. Das habe ich meiner Freundin zu verdanken. Sie hat gesagt, nimm doch das mit, das ist so klasse. Ein Sprinter mit Europapark drauf. Der kommt bei mir auch noch irgendwo unter. Dann haben wir hier für unseren kleinen Wagen, einen kleinen Schiebeplanenwagen für diesen Ganzzug, wo ich bei mir habe, mit Schiebeplanwagen. Hier mit ERR, gefällt mir sehr gut. Ist Pico Classic, sehr schönes Modell. Dann habe ich für meinen Getreidezugwagen mit diesem Wagen noch einen spanischen Getreidewagen mir geholt. Und hier habe ich von Rocco drei Getreidewegen und von LS Models habe ich noch etwas geholt, ein Chemiewagen, der ist sehr schön, den möchte ich gerade mal zeigen, der ist wunderbar, für 40 Euro, ein sensationelles Modell, ja, der sieht doch toll aus, oder, der hier, und der kommt dann hier an meinen Gaszug. Ich habe einen Ganzzug mit Gaswegen und da kommt der dazu. Das war's für heute. Dann verabschiede ich mich. Wünsche euch was. Gute Zeit. Viel Spaß bei eurem Hobby. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.